Ich gebe es direkt zu, ich habe ein bisschen geflunkert, was den Titel angeht. Trotzdem dranbleiben, denn für die Lumix S9 gibt es ein Firmware-Update, das, ich glaube, den größten Kritikpunkt, kann man sagen, direkt ausradiert. Sonst aber auch noch Neuigkeiten bei Panasonic Lumix, ein neues Objektiv und Firmware-Updates für die S5 II, 2X und G9 II. Mehr dazu jetzt. Starten wir aber erstmal mit der Lumix S9, denn das ist, glaube ich, der wichtigste Gesprächspunkt mit Abstand, den man heute hat. Firmware 1.1. Was wird verbessert? Klar, so ein paar irgendwie Lumix LED-Geschichten wird optimiert und so weiter und so fort. Jetzt nicht so super spannend. Die große Neuerung und der große Kritikpunkt bisher an der Lumix S9 waren ja diese 10 bis 15 Minuten Aufnahmelimit. Die hat jetzt Panasonic optional, muss man im Menü einmal ausstellen, komplett gestrichen. Kann man ein bisschen vergleichen mit dieser Abschalttemperatur-Hochgeschichte, die Sony zum Beispiel anbietet und ein paar andere Hersteller mittlerweile auch. Hier ist es halt so, wenn das Ganze auf Standard gesetzt ist, gibt es halt weiterhin das 10-15-Minuten-Limit. Wenn ihr das ausschaltet, nimmt die Kamera einfach so lange auf, wie es die Hitze irgendwie zulässt. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und Panasonic war so nett und hat schon vorab das Firmware-Update bereitgestellt, das ich jetzt hier ein bisschen testen kann und euch mehr sagen kann, als das, was halt irgendwie in der Pressemitteilung drin stand. Und habe die S9, die mich jetzt hier gerade auch filmt, einfach mal geschnappt und probiert, ein halbwegs realistisch und reproduzierbares Testverfahren zu finden. Kleines Problem, Ende September, also kurz vor Oktober, habe ich die Firmware bekommen und da waren halt draußen schon und jetzt bis zum Video maximal 15 Grad am Tag, tendenziell auch ein bisschen windig, jetzt auch nur manche Tage, wo es halbwegs sonnig ist. Sprich, um es draußen zu testen, ist es einfach zu kühl, weil bei 15 Grad und noch Wind, da überhitzt nicht allzu viel. Deswegen konnte ich es halt nur in der Wohnung testen. Das waren jetzt 23 Grad, also sagen wir mal normale Studiotemperatur. Dafür ist es halbwegs repräsentativ. Ich habe die Kamera auch ans Fenster gestellt, dass wenn Sonne scheint, die halt auch mal drauf scheint, was ja auch nochmal ein bisschen was verändert. Ich habe eine, sagen wir mal, dynamische Testszene gewählt, das Ganze auf eine Straße ausgerichtet, den Auto-Autofokus angemacht, also dass er halt Fahrzeuge verfolgt, sodass die Kamera, Objektiv und so auch ein bisschen zu tun hatte. Das kann ja in Sachen Überhitzung viel ausmachen. Wenn der Autofokus nichts erkennt und nicht arbeiten muss oder sogar auf manuellen Fokus gestellt ist, kann es unter Umständen einiges ausmachen. Aber nur um zu sagen, es waren halt 23 Grad und jetzt nicht wirklich praller Sonnenschein auf die Kamera. Deswegen die Ergebnisse erfreulich auf der einen Seite, wenig aussagend auf der anderen, denn ich mache es mal ganz kurz. Egal, ob ich jetzt 6K Open Gate, dieses 4,4K MP4 Lite genommen habe, 4K mit 60 Frames, 25, sucht es euch aus, vollkommen egal. Die Kamera hat so lange aufgenommen, bis der Akku halt nachgegeben hat und ich wollte jetzt keinen Test machen mit irgendwie USB-C-Kabel Powerbank dran, weil das kann halt auch nochmal das Ganze verfälschen und wer filmt halt draußen unterwegs so. Wahrscheinlich die wenigsten. Ja, fürs Studio wäre es vielleicht interessant, aber so oder so, wir reden hier über anderthalb Stunden plus minus ein bisschen, je nach Modus. Es ist schon ziemlich lang. Tatsächlich der einzige Modus, wo dann auch mal so eine Warnmeldung aufblinkt, ja, so ein Ausrufezeichen, Hitzewarnung, was auch immer, und das war dann wirklich 6K Open Gate. Ne? Wenig verwunderlich, halt der Modus, wo dann auch mit Abstand am meisten Daten verarbeitet werden müssen. Blinkte dann aber fröhlich vor sich hin, bis halt der Akku durch war. Dann habe ich direkt den Akku getauscht, wieder rein. Also vielleicht war die Kamera 2 Minuten aus oder so. Wieder gestartet und dann hat die halt irgendwie nochmal eine Stunde aufgenommen, bis dann die Speicherkarte schlussendlich voll war. Also nur um zu sagen, auch das, zumindest bei 23 Grad im Studio, war jetzt noch kein richtiges Limit. Und viele Leute sagen, okay, dann war das von Anfang an halt nur irgendwie künstliche Limitierung. Nochmal, 23 Grad Studio, kein direkter Sonnenschein. Nach meiner Erfahrung 5 Grad mehr, also Richtung 28, vielleicht 30 Grad, kann halt die Zeit tendenziell halbieren. Direkte Sonneneinstrahlung drauf und kein Wind versus, wie jetzt halt größtenteils bewölkt, nicht wirklich Sonnenlicht drauf, kann das auch nochmal halbieren. Das heißt, es kann durchaus sein, weil jetzt vielleicht auch das Argument kommt, warum hat denn eine Lumix S5 II überhaupt einen Lüfter mit drin? Höchstwahrscheinlich, wenn man den Test jetzt wiederholt, nächstes Jahr im Sommer irgendwann bei 28, 35 Grad ist ja mittlerweile in Deutschland nicht mehr super unüblich, die Temperatur. Und das Ganze noch in praller Sonne wird die Kamera wahrscheinlich nicht anderthalb Stunden durchhalten, sondern vielleicht 20, 25 Minuten, also nicht viel länger als die Abschaltzeit, die Panasonic vorher einprogrammiert hatte.
Da müssen wir schauen. Natürlich, auf der Südhalbkugel geht ja gerade so ein bisschen der Frühling los. Das heißt, mit ein bisschen Glück und deutlich früher, oder alles so Richtung Äquator, vielleicht findet man jetzt zur Veröffentlichung auch schon ein paar Testberichte von Leuten, die das Glück haben, dass es bei ihnen deutlich wärmer aktuell ist. Also da ein bisschen Ausschau halten. Ich kann nur sagen, für Studio-Setup, so wie ich es getestet habe, und sie filmt mich ja auch gerade, gibt es de facto kein nennenswertes Temperaturlimit, Aufnahmelimit mit der Lumix S9 mehr. Wie das bei Sonnenschein aussieht, das schauen wir mal. Und wo wir schon beim Thema Sonnenschein sind, ihr wisst ja, tendenziell dunkle Farben werden wärmer als helle. Gibt es jetzt die Lumix S9 auch in Weiß? Ja, klar, ist nur eine neue Farbe. Auf der anderen Seite ist es ja eine Lifestyle-Kamera im weitesten Sinne. Und ich glaube, Fotografie zugänglicher zu machen, ist für den ganzen Kameramarkt nicht schlecht. Also neue Farbvariante. Und ich finde, sie sieht auf jeden Fall schick aus. Warum nicht? Sehr willkommen. Und gleichzeitig mit dabei auch das neue 18 bis 40 mm. Das wurde ja schon angekündigt im Rahmen der Lumix S9 Präsentation. Und ich habe mich damals riesig geärgert. So ein bisschen sauer auf Panasonic, aber auch, dass ich es halt nicht testen konnte, weil ich dachte, diese Kamera ergibt halt erst mit einem richtig schönen kleinen, kompakten und ja, am besten Zoom-Objektiv so richtig Sinn. Jetzt hat man es endlich. Ich habe es leider nicht in der Hand. Ein paar Kollegen von mir haben es schon bekommen. Ich werde es ein bisschen später testen, wenn ich selber auch noch mal ein paar Wochen unterwegs bin und das halt irgendwie sinnvoll ist, ein bisschen in so einem Reisesetup das auszuprobieren. Also ja, der Test hier wird ein paar Monate später kommen, aber dann sehr ausführlich, 2-3 Wochen halt Intensivnutzung. Das 1840 mm und ja, Vollformat, nicht APS-C, finde ich persönlich zum Reisen, Vloggen und so weiter und so fort eine sehr, sehr spannende Brennweite, durch die stabilisierte Kamera dahinter natürlich auch sehr schick und wiegt quasi nichts. Also ich bin schon sehr gespannt drauf und glaube, das ist halt ein super sinnvolles Objektiv. So, und jetzt haben wir noch eine neue Kamera. Und Firmware-Updates für die S5 II, 2X und G9 Mark II. Solltet ihr dieses Video hier kurz nach Upload schauen, dann habt ihr noch 12 Tage Zeit bis zum großen, weltweiten, weltexklusiven Wildrox Launch Event hier in Berlin am 20. Oktober. Ist ein Sonntag, absolut kostenfrei, wie gesagt, Weltpremiere eines neuen Objektivs. Hier darf ich euch noch nicht sagen in dem Video, worum es geht, aber der Anmeldelink, denn wir haben natürlich begrenzte Plätze, ist in der Infocard und unten in der Videobeschreibung drin. Da findet ihr das Objektiv schon. Ist nicht allzu stark versteckt. Würde mich riesig freuen, wenn ich euch dort sehen würde. Also nochmal 20. Oktober in Berlin. Model mit dabei, neue Objektive mit dabei, tolle Leute allgemein mit dabei. Und von der letzten Roadshow kann ich sagen, macht einfach Riesenspaß. Also schaut gerne rum und jetzt geht's weiter mit dem Video. Zur neuen Kamera, das ist die Lumix S5 D. Wofür steht das D? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Könnte für DJI stehen, denn das ist die einzig echte Neuerung an der Kamera. Sie ist kompatibel mit dem DJI LiDAR Rangefinder. Der kann seine Messdaten per USB direkt an die Kamera schicken und damit den Fokusmotor steuern. Also hat man sozusagen einen Autofokus DJI LiDAR Rangefinder Autofokus Update für die Kamera, ist auch mit dem DJI RS3 Pro kompatibel. Also letztendlich, wie gesagt, eine Art DJI-Variante. Die ganze Autofokus-Geschichte klingt halt erstmal nett. Auf der anderen Seite gibt es ja die S5 II und 2X, die sogar zu relativ ähnlichen Preisen wie dann die S5D verkauft werden. Also schwierig aus einer Preis-Leistungs-Geschichte, aber ich glaube, es könnte eine kleine Schnittmenge geben an Zielgruppe, für die das unter Umständen spannend ist. Was mit bei ist, direkt vom Start, ist dann natürlich Pro-Restaurant-Unterstützung per HDMI-Ausgabe. Also es ist schon auf jeden Fall ein sehr, sagen wir mal, videofokussiertes Update für Leute, die jetzt primär fotografieren, absolut sinnfrei. Und ich würde auch sagen, für die allermeisten dürfte die S5 II oder 2X die sinnvollere Kamera sein, weil da habt ihr ab Werk einen sehr guten Autofokus drin. Klar, diese ganze LiDAR-Geschichte von DJI hat nochmal im Detail andere Vorteile, aber satt für 90, 95, 98% aller Anwendungsfälle, die mir so einfallen, dürfte die Lumix S5 II das sinnvollere Paket sein. Trotzdem schön zu sehen, dass Panasonic Modellpflege betreibt, also Daumen hoch zumindest dafür. Zum Abschluss noch Updates
Firmware-Updates für andere Kameras, die ich schon erwähnte, S5 II, S5 IIX und auch die G9 II. Was bekommen die primär mit rein? Das ist einmal die Unterstützung für das neue XLR-2-Modul, das ja zusammen mit der GH7 vorgestellt wurde. Mit dem kleinen, großen, muss man sagen, Sternchen oder Haken, dass sie nicht die 32-Bit-Float-Aufnahme unterstützen. Höchstwahrscheinlich ist das tatsächlich eine Hardware-Limitierung der Kameras und die GH7 hat einfach die passende Hardware dafür drin, um das halt verarbeiten zu können. Also das geht nicht, trotzdem das XLR2-Modul damit dann endlich kompatibel mit den Kameras. Und Nummer zwei, und auch das war so ein bisschen zu erwarten, werden jetzt die S5 II, 2X und G9 II kompatibel gemacht mit der Lumix Lab App. Die soll ja auf, ich sag mal, mittleren Zeithorizont die Standard-App werden von Panasonic. Damit ist es absolut sinnvoll, nachvollziehbar, dass die Kompatibilität auch dort jetzt hineinkommt. So, jede Menge Panasonic-News. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.